Hey meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Heute neues Update-Video, Thema Delfin. Wir hatten schon ein Video, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ja, der Delfin ist dafür da, um das Maximal aus eurem Craften rauszuholen. Sprich, er gibt einen Intelligenzboost, wenn ihr auf ihm aus dem Wasser springt oder er das neben euch tut. Ihr könnt ihn überall finden, sprich PvE, PvP. Ja, und er kann Korallen und Seaweed farmen, das allerdings nicht sonderlich gut. Ihr könnt den Spawn triggern, indem ihr zum Beispiel an Wracks ins Wasser schwimmt, das Wrack aber nicht lootet. Und ja, was benötigen wir zum Tamen? Ich würde euch Squid-Tentacles empfehlen. Ich habe das jetzt hier für euch einmal nochmal aufgegliedert. Squid-Tentacles 19,3, Primefish 17,6, Fisch 14,5 und Crustacean 13,6. Das sind natürlich Werte, die wieder auf einen 30er-Delfin zurückgehen. Wie immer, 30er-Delfin. Ja, ihr benötigt dabei bei optimalem Food oder auch beim Primefish 6 Füttervorgänge. Und der beste Weg ist, indem ihr einfach versucht, von der Schnauze an den Delfin ranzuschwimmen. Ja, solltet ihr versuchen, die Tiere zu breeden, könnt ihr natürlich tun, wie bei den anderen Tieren auch, geben euch der 100% Imprint 30% mehr Schaden und ihr erhaltet auch 30% weniger Schaden auf dem Tier. Ja, der Delfin ist also unabdingbar fürs Craften. Ihr kombiniert ihn am besten mit einer Level 130er plus Krähe. Das gibt dort den maximalen Effekt und ihr solltet natürlich auch voll auf Intelligenz gehen. Das ist die Kombination, wo ihr halt den größten Crafter-Bonus, sage ich mal, auf eure Gegenstände bekommt. Ja, wir haben ihn jetzt hier getamed. Ihr seht, es ist ein reiner Passiv-Tame. Müsst ihr euch also keine Gedanken machen, dass ihr da irgendwas Größeres braucht. Sind viele Haie in der Nähe, kann ich euch noch empfehlen, einen Taucheranzug anzuziehen, da die Delfine auch von der Oberfläche relativ einfach zu betrachten sind. Zum Abschluss kann ich jetzt noch sagen, dass das Level des Delfins für den Buff, den er verteilt, komplett irrelevant ist. Sprich, ob ihr einen 1er oder einen 119er Delfin habt, das macht keinen Unterschied. Das war's zum Thema Delfin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zu unserem nächsten Video für euch auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.